wir werden heute auf diesem Bildschirm von seinem Auto Brawl Stars spielen. Oh yes, ist am Start. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars, was geht ab? Und ja, eine ganz ungewöhnliche Location gerade am Start. Ich bin nicht bei mir im Studio, sondern ich sitze gerade im Auto von Armin, der übrigens hier hinter der anderen Kamera sitzt. Was geht? Was geht, Leute? Ja, und wir werden heute auf diesem Bildschirm von seinem Auto Brawl Stars Spiel. Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Mega, mega heftige Sache auf jeden Fall. Ganz kurz nochmal als kleiner Disclaimer. Man kann natürlich nur beim Stehen zocken und beim Fahren deaktiviert sich die Funktion. Safety first und so. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir auch schon genug erklärt. Ich habe einen brandneuen Account am Start mit 4000 Juwelen und da werden wir jetzt ein fettes Megabox Opening machen und ich werde auch noch eine Runde spielen direkt am Anfang. Leute, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Ich würde sagen, 10.000 Likes können wir schon hinbekommen und checkt auf jeden Fall auch Armins Kanal ab. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst dort auch mal ein Abo da. So, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt mit Shelly eine Runde Juwelenjagd. Das könnte jetzt lustig werden. Alter, ich habe hier einfach dieses Autobild, diesen Autobildschirm in der Hand und spiele da Brawl Stars. Das ist so verrückt einfach nur. Ich weiß auch nicht, was da abgeht. Meine zwei Mates sind erstmal AFK, das gefällt mir. Aber dafür, dass es einfach so ein Screen vom Auto ist, läuft es auch mega, mega flüssig. So fast so flüssig wie auf meinem iPad. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Aufnahme so rüberkommt, aber sollte auf jeden Fall auch in der Aufnahme flüssig sein. Echt mega, mega nice. So, ich spiele jetzt gegen keine Bots mehr. Das heißt, ich sollte mich auf jeden Fall ein bisschen konzentrieren. Da kommt schon ein scheiß Boxer. Let's go. Apropos Scheißboxer, Leute, wisst Bescheid, der neue Feuerboxer-Merch ist erhältlich auf www.scheißboxer.shop. Gönnt euch den auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt muss ich irgendwie überleben. Okay, da ist der Boxer, let's go. Den natzen wir erstmal weg, dann den Barley auch direkt. Come on. Aua, 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 das tut weh. Junge, was machen denn... Ach komm, meine Mates sind schon wieder alle AFK. Ey, ich finde das echt krass. Einfach, Leute, ihr kennt das ja von euren Eltern vielleicht, dass sie da so ein Bildschirm mäßig haben, wo man Navi und Musik und was auch immer machen kann. Selbst das ist schon krass und jetzt einfach Brawl Stars. Ich meine, man könnte hier theoretisch noch alles andere zocken. Das ist halt schon sehr, sehr wild. Also wenn ihr mal wollt, dass ich irgendwie was anderes da zocke, Among Us oder was auch immer, wenn ich Armin mal wieder sehe und sein Auto ausleihen darf, ich bin dabei. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Okay, Countdown ist am Start. Jetzt nur noch zurückgehen und ich gehe jetzt einfach mal hier zum Erkan in den Busch und dann chillen wir hier. Erkan zeigt dich nicht, die haben es nicht gesehen. Okay, let's go. Ja, die Steuerung ist echt ein bisschen ungewöhnlich, weil man halt sich hier echt verbiegen muss, um zu zocken. Das muss ich schon dazu sagen. Oh, oh mein Gott, der wäre doch fast draufgegangen. Und ich glaube, ich könnte da echt Muskelkater davon haben, von dieser komischen Position. Aber ist auch egal, Leute. Jetzt geht's auf jeden Fall los mit dem Megabox-Opening. 4000 Juwelen sind auf jeden Fall eine Menge. Und Armin, wenn du willst, dann kannst du auch die ein oder andere Box öffnen. Ich trage jetzt erstmal Creator Code Pookie ein. So, let's go. Das könnt ihr nämlich auch schon mal machen. Einfach im Shop Creator Code Pookie eintragen und mich kostenlos unterstützen. Alle 7 Tage neu eintragen, nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, ich starte jetzt einfach mal mit 3 Megaboxen im Angebot. Let's go. Und wir hoffen einfach, Digga, wie geil das einfach aussieht, ne? Wie geil das einfach aussieht hier auf diesem fetten Screen. Einfach mal Brawl Stars und wir ziehen direkt schon mal Kevin. Grüße ihn raus an der Stelle an Kevin. Nächste Megabox, da dürfte dann nichts drin sein. Und jetzt ziehe ich dann bitte den Boxer oder die Boxerin, nicht Barley. Ach komm! Junge, natürlich ziehe ich Barley, Alter. Meine Predictions sind heute noch nicht so on fleek. Wir haben übrigens auch Crow im Shop. Muss ich mal gucken. Also wenn ich gar nichts ziehe, dann könnte ich mir den vielleicht holen, irgendwie eventuell. Das muss ich mir dann angucken. So, erstmal hier noch die Big Box. Zack, weil dann sparen wir uns jetzt in Summe eine Megabox für die vorgegebenen Brawler. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt das Spielchen ja schon. Und jetzt müsste hier ein super seltener drin sein. Ich sag Daryl. Er ist die Bohrmeisterin. Ja, fast Daryl. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, und ab jetzt ist alles möglich. Das heißt, ich kann jetzt legendäre Brawler ziehen, ich kann chromatische ziehen, ich kann theoretisch auch 9 verbleibende ziehen. Es könnte auf jeden Fall sehr, sehr krass eskalieren. Und ja, weiß nicht, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich Luck habe. Sonst muss halt Armin irgendwie reinlacken. Aber das ist schon mal was Neues. Es sind sogar 2 neue Brawler. Sehr, sehr nice. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht 2 seltene sind. Das wäre ein bisschen kaki. Aber wir beginnen schon mal mit einem seltenen, dem scheiß Boxer. Let's go. Und Nani, oh yes, das kann man auf jeden Fall machen.
erster epischer Brawler schon mal am Start. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann geht's auch schon direkt weiter. Armin, kennst du dich überhaupt ein bisschen aus mit den Openings? Gar nicht. Die Biene. Let's go. Also ich erkläre es dir ganz kurz, falls du dann, wenn du dann gleich auch ein paar öffnest. Es gibt seltene, super seltene, epische, mythische, legendäre und chromatische. Okay. Und in der Reihenfolge, wie ich es gerade aufgezählt habe, von nicht so krass nach krass ist das so. Du willst wahrscheinlich jetzt nur meinen Anfänger-Luck ziehen, ne? Ja, ich will jetzt, dass du auf jeden Fall den legendären ziehst. Komm, pass auf. Ich würde sagen, ich switch ganz kurz mit Armin Na, Position. Ich mach von hier hinten. Machst du von hinten? Ja, okay, easy. Gut, dann darfst du oder jetzt du mal. Machst, du machst für mich verlängerte Arm. Okay, Ben muss schon du öffnen. Warte, warte. Soll ich halten? Ja, ich mach rein. Okay. Oh, Kali Kloschüssel. Okay. Oh, Alter, jetzt hier. Kamera Inception. Du kannst gleich noch ein paar mehr öffnen. Ja, einen mach ich noch. Wo muss ich draufklicken? Auf Megabox und dann auf 80 Gems. Ah. Dann muss ich da komplett verbiegen. Aber so zum Warten ist eigentlich entspannt. 6 verbleibende, das könnte was sein, okay. Also das ist auf jeden Fall was Neues. Die Frage halt was? Let's go. So, einmal noch. Nee, noch einmal. Und. Oh, nee, die Boxerin. Ist jetzt nicht so das Gelbe von. Oh, das war mein Handy. Nice. Ist es nicht so das Gelbe vom Ei, aber immerhin ein neuer Brawler und es geht auch schon direkt weiter, Leute. Holy shit, also es ist echt mal was ganz anderes. Ich glaube, das hat auch noch niemand gemacht, hier im Auto einfach Brawl Stars spielen. Und ey, also ich stelle mir das echt cool vor, wenn man irgendwie auf einer Raststation ist bei so einer langen Reise und dann so Brawl Stars zocken kann oder andere Games. Macht schon Bock, vor allem das Ding ist halt hat dauerhaft Akku, weil es halt direkt am Auto angesteckt ist und man braucht da nicht irgendwie noch Ladekabel und was auch immer. Das ist halt schon eine sehr nice Sache und ich ziehe was Neues und es ist 3, 2, 1. Oh shit, Tara ist am Start. Das ist ein mythischer Brawler. Nice. Der ist schon sehr, 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 sehr wild auf jeden Fall, muss man ehrlich sagen. Nicht schlecht auf jeden Fall, nicht schlecht. Also bis jetzt läuft das Opening ganz gut. Wir haben 1000 Gems circa verballert und schon mal zwei epische, einen mythischen gezogen. Bin ich auf jeden Fall vollkommen zufrieden mit. Und wir machen auch schon direkt weiter. Let's go. Nächste Megabox. 6 verbleibende ist schon wieder was Neues. Und jetzt bitte einen legendären einfach. Okay, Penny. Penny kann man mal machen. Muss jetzt absolut gar nicht sein. Nochmal 6 verbleibende. Das wird jetzt aber was. Das wird jetzt was Legendäres. Oder ein chromatischer. Ich wäre eigentlich für Surge oder Colette. Es ist Rico. Der erste Brawler ist einfach mal Rico. Ihr wisst Bescheid. Ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich will auf jeden Fall heute einen legendären ziehen. Oder die 9 verbleibenden, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich versuche schon seit Ewigkeiten 9 verbleibende zu ziehen. Oder vielleicht sogar auch 10. Hab's bis jetzt aber noch nicht geschafft. Und wir ziehen. Oh, Piper! Let's go! Piper ist auch am Start. Jetzt so langsam. Die nicen Brawler kommen auf jeden Fall. Aber ich warte auf jeden Fall auf einen legendären. Und sonst, wie gesagt, am Ende würde ich mir echt den Crow im Shop kaufen, wenn ich gar nichts ziehe, weil, ey, immerhin einen legendären und ich meine, für 350 Gems, das ist auf jeden Fall günstiger, als wenn ich jetzt so viele Megaboxen öffne, bis ich einen legendären ziehe. Da ist jetzt erstmal Dull am Start. Jetzt haben wir schon mal alle seltenen und super seltenen. Epische kann ich noch 3 ziehen und dann natürlich alles darüber sowieso noch. Okay, let's go. Die Hälfte der Gems haben wir noch. Es geht weiter. 5 verbleibende. Ich will jetzt auf jeden Fall, also ich hatte ja noch nicht mal einmal 7 oder so. Ich kann gleich ein paar Upgrades machen, eine kurze Powerpause. Und dann sollte es auf jeden Fall mal die 7 verbleibende Gegenstände hageln. Aber das müssen wir uns gleich angucken. Das ist schon mal die Mutti, der 4. von 6 epischen Brawlern. Also die epischen Brawler haben wir gleich schon alle. Das läuft eigentlich echt sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, nach dieser Box machen wir ganz kurz eine Powerpause. Okay, 1500 Gems haben wir noch. Powerpause ist vorbei. Und es geht weiter. Wir können jetzt auf jeden Fall das ein oder andere Gadget ziehen. Das ist schon mal eine nice Sache. Let's go. Und jetzt kommt natürlich die 5er-Streak. Ich finde es auch voll geil, wie weit dieser Screen einfach ist. Das ist so, ich weiß nicht, ist das noch länger, sag ich jetzt mal, gezogen als ein iPhone X oder, ja, oder nicht? Ja. Ich glaube schon, oder? Das ist 21 zu 9. Ach du Kacke, Alter. Kann man auf jeden Fall machen. Jetzt geht aber die 5er-Streak wirklich los. Also das Powern hat anscheinend nicht so viel gebracht, wie es jetzt gerade aussieht. 6 verbleiben, ne? Let's go. Jetzt ist aber safe ein Gadget. Nee, es ist Frank mit dem Hammer. Let's go. Leute, wenn ich einen legendären ziehe, dann hau ich hier mal fett auf die Hupe. Armin freut sich schon, Alter. Ist sein Auto. Okay, weiter geht's. Wir haben noch knapp 10 Megaboxen. 7 verbleibende waren bis jetzt noch nicht am Start. Na gut, warte, wir haben gar nicht mehr knapp 10 Megaboxen, wenn ich mir am Ende Crow kaufen möchte. Oh, das wird schon knapp. Okay, wir brauchen noch um die 350 oder so für Crow. Das heißt, das werden jetzt die letzten Megaboxen sein. Nochmal 5 verbleibende.
und ich habe bis jetzt kein einziges Gadget gezogen und die Chance auf einen legendären ist bei 0,05. Wir machen noch eine auf, let's go, 5 verbleibende, Mann, das gibt's doch nicht. Okay, warte, eine geht noch, eine letzte Megabox können wir noch machen und dann werden wir uns einfach Crow kaufen, 6 verbleibende, vielleicht ziehen wir jetzt auch einfach einen legendären. Wer weiß, das wäre auf jeden Fall lit und es ist ein Gadget. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ja, wir haben eine Mission. Wir wollten den legendären Brawler ziehen. Jetzt werden wir ihn kaufen in 3, 2, 1 und... Oh, yes! Crow ist am Start! Digga, wie geil das aussieht hier, der Crow auf dem Bildschirm. Das muss man hier einfach mal festhalten, Leute. Lasst dafür auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, so wie es Crow auch gerade schon tut. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst 3 Daumen nach oben da. Nee, was laber ich eigentlich? Lasst gerne mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, schaut bei Armin vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Brawl Stars!